Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ich habe wieder einen Run mit C-Section vorbereitet. Und los geht's. Das war auch das letzte Mal, dass ich einen Run mit C-Section vorbereite. Ich hatte halt einfach nur Aua, null Ahnung, was ich sonst jetzt machen will, außer mit Lost irgendwas wieder zu scheitern. Aber ja, mit Lost scheitern ist halt nicht die lukrativste Idee. Es gibt bessere Dinge, die man tun kann. Meinst du nicht auch, Tommy? Freue dich mal darauf, Lost freizuschalten. In Rebirth ist das nämlich noch scheiße. Musst. Willst du wissen, wie du The Lost in Rebirth freischaltest? Wahrscheinlich sagen, obwohl ich sage nein. Ja. Also, jetzt, nein. Du musst nämlich, kennst du diese Anleitung, wie du damals Luigi in Mario 64 freigeschalten hast und so? Alle. Sowas ist der Weg, um The Lost freizuschalten. Zuerst musst du mit einem spezifischen Charakter auf einer spezifischen Ebene sterben, glaube ich, war das. Dann, weißt du was, ich werde das sogar mal raussuchen. The Last Unlock Original. So. Sekunde. Unlocking the Lost in Rebirth. Da. Zuerst muss Isaac zu einem Malibu sterben. Dann muss Magdalene in ihrer eigenen Bombe in Kapitel 2, also in den Caves, sterben. Dann muss Judas durch Mom sterben. Also wirklich tu, aber wirklich an Mom, nicht an irgendeinem der Gegner. An Mom. Ihrem Fuß oder ihrem Gesicht oder so. Und zuletzt musst du mit Azazel an Mega Satan sterben. Also, ne? Ja, dann weiß ich, was wir heute Abend essen, ne? Yeah. Bombastisch. Ich bin nicht dein Anime, Tommy. Anime, nicht Anime. You are my enemy, was auch immer. Oh, 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 oh. Ja, ich bin sogar ziemlich sicher. Ich hätte das rerollen können. Fuck. Remove. Curse of the Tower. Dann nehmen wir das. Falsch. Das muss ich in einem anderen Raum machen. Moment. Items. Curse of the Tower. Um. Moment. So. Gimpy. Yeah. So. Ja, dieses Item Spawning habe ich mir extra dafür geholt. Um solche kleinen Fehler zu korrekten. Ist das Cheaten? Ja. Excuse ich das damit, dass es A mir egal ist und B, ich einfach nur meine Dummheit überschadern will. Ja, das passt. Apropos, was ich heute hatte? Genau. Eine Arbeit im Arbeitsheft und das war so ein Worträtsel. Da stand ein Wort drin, Tommy. Fass. Gleich als allererstes. Erst drei Buchstaben oben links. Fass. Daraufhin sollte ich einen Imposter malen. Fand's ganz lustig. Genau. Amogus. Ich fand's ganz lustig. Übrigens, kein Schwein versteht dich, Tommy. Ja, wahrscheinlich versteht mich durch Qualität kein Schwein, aber du bist halt einfach zu leise. Wenn du Amogus sagst, musst du brüllen.
Amogus. Amogus. Yeah. Ist aber tatsächlich für eine Tagesfrage. Nicht eine Tagesfrage, Tages. Nein, 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 Tagesfrage ist schon richtig. Eine Frage, Tages. Eine Tagesfrage ist. Abscheulich. Hey, nur weil du recht hast. Nur weil du recht hast, heißt das nicht, dass du es sagen musst. Ist meine Lieblings-Items in Isaac. Rein wegen der Simplicity und weil es wahrscheinlich eine Mario-Anspielung ist, ist der Mini-Pilz. Und ein bisschen schneller und gibt mehr Range dazu. Genau. Super Mario. Naja, es gibt ja auch den Magic Mushroom und den Mega Mushroom. Oh, Chopsticks. Na los! Töte den kleinen Jungen. Yeah. Töte den großen Jungen. Yeah. C-Section ist so ein spaßiges Item. Als ihr dieses Knistern und Knattern gehört habt, das war Tommy, der aufgestanden ist. Ich habe nicht auf die Couch gefurzt. Auf meine Kamera. Hey, die ganze Aussage war, dass ich nicht auf die Couch gefurzt habe. Tommy, drehst du mir etwa wieder die Worte im Hals um? Was? Drehst du mir etwa wieder den Hals um? Au. Aua. Es tut nicht weh, solange es außerhalb des Videos ist. Meine kleinen Föti, sterbt. Tötet. Yeah. Nee. Zeig her, Devil Deal. Was hast du? Was hast du, Devil Deal? Permanentes Damage Up. Yeah. Und jetzt habe ich kleine Dämonen für die. Ich mag meine kleinen Dämonenfötusse. Fusse. Yeah. Was ist dein Lieblings-Item in Isaac? Im Brimstone ist geil, ja. Ich stimme zu, Tommy. Du bist nicht mein Enemy, du bist eine Typ, der Ahnung in Isaac hat. Und zwar nur, weil du den Brimstone magst. Der Brimstone ist krass. Ich meine, Paul mag auch den Brimstone, aber ja, Er fühlt ihn anders. er fühlt ihn nicht. Er fühlt ihn nicht. Aber was? Okay, danke, Mark. Entschuldigung, der Name, der nicht genannt werden darf. Lass mich dir von noch einem spaßigen Item erzählen. Nämlich Epic Fetus. Hier ist das übrigens noch stark, ohne DLCs. So, also wirklich, wirklich, wirklich stark. Was ist das Coolste, was du mit einem Bomben-Item haben kannst? Dass ich dort durch die Regeln schwimmen darf. Genau. Und wie wäre es, wenn du jetzt nicht wie bei Dr. Fetus Bomben schießt, sondern du hast einen Marker auf den Boden, Ein Marker? ja, und damit markierst du, wo ein Airstrike landet. Ja, das ist Dr. Fetus. Nee, Epic Fetus. Fuck. Das ist der epische Fetus, Tommy. Habe ich dir ein neues Lieblings-Item verschafft? Noch nicht. Du hast das noch nicht in Aktion gesehen, ne? Genau. Aber keine Sorge, es kommt noch. Es kommt noch. In einem nächsten Part.
Nicht unbedingt, das ist zu weit weg. Aber ich kann es dir privat zeigen, so mit Admin-Konsole und so. Weil da hat sich an der Funktion nichts gerüttelt. Genau, erstmal Hals umdrehen. Der ist so fucking useless. Und da wir sowieso nicht zu Dingen zu wollen, können wir hier das Goldraum-Meta-Ding rerollen. Das ist ein Angry Bird. So, machen wir erstmal den Boss. Ja, was Nein, machen wir erstmal den Boss, nicht den Tommy. Du hast mir nichts zu sagen. Nein. Komm schon, der Deal. Spannend. Haben wir den schon? Nein, haben wir nicht. Wobei, wenn wir Mother gleich machen, dann. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hätte eine schwierige Entscheidung, die ich treffen muss. Will ich einen Boss mehr machen, der mich vielleicht umbringen könnte? Oder will ich ein Item mehr und dafür die anderen Bosse machen? Was probierst du aus? Kalt machen. Die Antwort meldet nicht. Nein. Was Tommy da jetzt will. Naja, ich bin nicht wichtig genug, um eine Antwort zu kriegen. Nein. Was soll das? Ist nicht nett. Was machst du da, Tommy? Solltest du können, wenn du einen triftigen Grund dafür vorzeigen kannst, Ja. dass genau dieser Ort ein Pokestop werden soll. Wolltest du einen zweiten Rewe-Stop machen oder was? Nein, Spaß, Wow. oder? Dann wohl eher betrunken im Obdachlosenheim. Oder betrunken Heim. Ein Heim für Betrunkene, yeah. Das ist mir ein schlechtes Ensemble. Oh. Jetzt muss es nur noch genehmigt werden. Yeah. Grund zu sagen, nein. Es gibt einen Grund dafür, ja zu sagen. Ja, gibt es. Was gibt es einen Grund dafür, ja zu sagen? Einfach weil es wo er hinkommt, gute Foto ist. Ich würde gerne sagen, dass das nicht stimmt, aber ich habe das Foto nie gesehen. Nein, da bin ich nicht rein. Eine Fremdkultur. Der Punkt ist doch einmal in der Wohnung. Da können auch so viele Leute hinkommen. Ja. Da muss ich mal einladen.
Sagst du Internet, kommen Sie her. Wenn Drehen Sie. Sie an meinen Pokestop. Kommen Sie her, drehen Sie an meinem Pokestop. Na los. Na los. Tun Sie es. Drehen Sie an meinen Pokestop. Tun Sie es. Na los. Machen Sie es. Jetzt. Sofort. Pokestop. Kommen Sie her und drehen Sie an meinem Pokestop. Yeah. Hast du eine Hilfe von meinem Pokestop gesehen? Bitte mal an meinem geilen Pokestop drehen. Willst du mal einstecken? Komm her, ich zeig den echten Pokestop. An dem du drehen darfst. Irgendwie wertet der Schnupfen das auch auf. Macht lustiger. Ja, diese Note an Pädophilie kommt gerade mehr rüber. Naja, generell Perversion, aber ja. Jetzt höre ich mich an wie ein Discord-Mod. Wie ein Discord-Mod. Also Mord. Weißt du, in unserem Trio haben wir jetzt den einen, der ist mega unschuldig, den einen, der sieht aus wie ein Discord-Mod und der eine, der sich anhört wie ein Discord-Mod. Wer ist so unschuldig? Wer von euch beiden, du oder Marc, sieht aus wie ein Discord-Mod? Also mag ich eher aus dem Discord. Ja. Genau. Tatsächlich, tatsächlich wollte ich das auch sagen. Wenn du gesagt hast, ja, keine Ahnung. Er hat auch gesagt, ja, Marc, wer denn sonst? Als den Namen hier nicht genannt werden. Ihn selbst Marc genannt. So im Nachhinein. Piep! Super. Klar. Verklagt mich. Warum mich? Ich hab doch geil getan. Du hast deinen Namen genannt, obwohl er dann nicht zugestimmt Du hat. doch auch. Aber es ist dein Kanal. Ja, aber dich kann er auch verklagen. Aber er Na, mag nicht mehr. ja, er mag dich mehr, ne? Hohohohoho. Hallo, Affe! Ich weiß nicht, warum wir gerade Freezer nachmachen, aber wir finden es offenbar lustig. Weil ich Brooks lange nicht mag, einfach Oh, weil. ho, Ja, das kann mehr, ho, ho, ho. wirklich mehr Freezer als noch. Vielleicht bin ich ja Freezer, wer hat gedacht? Vielleicht bin ich einfach nicht. Vielleicht bin ich ja gar kein random Typ, vielleicht bin ich ja Freezer wiedergeboren. Vielleicht werde ich auch mal ein Mörder. Das würde die narzisstische Ader erklären. Also beides. Damit ab. Okay, hier ist der Geilo, Damage Up und Geld. Der Geilo ist zwar stark, aber ich will mein Dings lieber behalten. Ja, Geilo. Problem damit, dass ich Gello Geilo nenne. Oh, ich hätte gerade nachgucken können, ob ich die Ebene skippen kann. Naja, skippen nicht, aber, ne? Oh nein, komm schon, Beilung. Was ist Tommy? Ja, man Ja? kann ja jetzt in Pokémon Go auch Pokémon in der Wildnis auch so sehen, ne? Ja? Wie Und in der die Wildnis Pokémon sind sehen. halt genau vor dir. Auf meinem Laptop. Nee. Also, du sitzt auf der Seite hier und die sitzt da gerade. Ja? Man hat dich gar nicht mehr gesehen, oder das ist nur Pokémon. So, und das ist eigentlich kein neues Feature. Nein, es nicht. Ja, du alt, ich weiß, Das aber. ist ein Verkaufsargument gewesen. Naja, nicht Verkaufsargument, sondern, ne? Aber Verkaufsargument, theoretisch. Das war die Sache, weswegen du das downloaden sollst. Weiß, Guck mal, das neue Feature. ich mag es einfach, dieses Spiel. Ich mochte es auch, das eine Mal, als ich ein Handy hatte, das auch AR unterstützt hat. Dann hat jemand mein Handy aus der Hand geschlagen. Weil Woher weißt du denn das? man das gesteckt hat. Haben Sie mir mal gesagt.
Ja. Sag das mal nur. Sag das mal. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir tatsächlich noch den Boss Rush. Und Lost Boss Rush zu schaffen, ist eine sehr gute Sache. Wenn du nämlich mit Lost in deinem DLC alles schaffst, was, oder generell alles schaffst, was du in deiner Version machen kannst, dann kriegst du nämlich den Godhead für alles, für alle zukünftigen Versionen freigeschalten und so. Und der Godhead ist so ziemlich eine der stärksten Items. Deine Tränen werden zwar extrem langsam, aber sie werden extrem stark. Gegner aufs suchen Gegner haben so eine kleine Aura drumherum, die nochmal extra Schaden macht, was sehr gut ist, weil deine Tiers jetzt viel Range und so haben. Ne? Oder verstehst du, Tommy? Ja. Also, Godhead ist kräftig. Oh, fuck. Wir sind ja der Köftespiel. Die Sonne ist ein tödlicher Laser. Einer. Und wieder raus. Oh, muss man nach Waren kommen? Hier ist ständig irgendwo was frei. Weiß. Ist ab. Moment. Teilen sich die Gefühle, die jetzt in kleinere auf, wenn sie sterben? Ja, tun sie. Auf. Yeah. Weiß ich nicht. Ist mir neu. Das ist gut. Naja, es wäre wahrscheinlich Bug Prevention. So. Dass keine Bugs damit auftauchen. Hat jedes seiner Pokémon mit 100%, 100% genannt, weil er die besser findet. Ja, es gab damals den Trick, als den Sternchen 5 hast du einfach mal gefunden. Ist das nicht Sternchen 4? Nee, Sternchen 4 ist alles unter, also so 90 oder 89. War das nicht 3? Nein. Ja, weil meine Tante hat mir gesagt, dass Sternchen 4 das ist. Mit Nee, den Sternchen 100%. 5 war das mal. War das mal, sagt er. Oh hey, wir können noch den Boss Rush schaffen. Ach so, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich noch ein Pokémon für dich habe. Achso. Ein Rayquaza. Oh. Das Aber da. was? Also, gut, steht ja nicht mehr. Ich überlege tatsächlich wieder. Ja, anzufangen so. So, und ihr seht richtig, ich mache mit The Lost den Boss Rush. Oder ich versuch's. So. Aber wieder angefangen ist, wenn Shiny gerade einmal wieder in Würfel schon durch die Oh, Seraphim. Wird nicht. Seraphim macht sowieso nichts. Zumindest bei mir. Ich benutze das als einen Weg, den Holy Mantle zu replenishen, was AI soll, aber halt nicht macht, weil kein Raum betreten wurde. Was das Ganze irgendwie mega kacke macht. Wo ist. Was ist denn da mit dem Lust? Warum ist das?
Weil du in deinem Team nur 6 Pokémon haben kannst. Macht Sinn auch, aber macht auch Sinn. Das macht eigentlich Sinn. Aber da haben sie nicht an Großstädte gedacht. Okay, das war dumm. Oh ja, okay, ich darf meine Pokémon gar nicht mehr reinsetzen. Yeah. Vorher, wenn ich mir jetzt Ende gäbe, jetzt würde ich sehr gerne mit bekämpfen. Mach. Ja, aber. Mit etwas Glück schaffen wir es gleich auch. Ruhe. Kommentieren, abonnieren und Glocke wählen. Wir Das sehen war ein uns. kurzes Video. Nee, das sind 25 Minuten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Sag tschüss, Tommy. Nee, du hattest eine Frage des Tages. Erzähl sie und dann sag Mein tschüss. Lieblings-Pokémon! Lieblings-Pokémon in die Kommentare jetzt. Keine Ahnung. Schaut Minecraft oder so. Ja. Bis dann.